На мою думку, ні, тому що кожна людина бере відповідальність за свої дії, і кожна людина має думати перед тим, як щось зробити, і кожна людина за те, щоб зробити на аморальні дії, за те, щоб зробити ці злочини, він має сам вирішити і спитати в себе, чи варто воно того, чи можливо, чи повинен я це робити і заради чого повинен я це робити. Тому, на мою думку, коли ти вирішуєш, що ти хочеш це зробити, тоді ти повинен також бути покараним. На мою думку, якщо людина з самого початку усвідомлює наслідки з самого початку, то це залежить саме від неї. Якщо людина розуміє, що якщо вона зробить якусь дію, наприклад, проти іншої людини, то наприкінці якогось конфлікту вона має бути відповідати за це. Якщо ні, то вона має потім з цим жити. Ich denke nicht, dass das Handeln auf Befehl die eigene Verantwortung einschränkt, da man immer im geistigen Sinne auch einen Befehl ausführen muss. Im physikalischen Sinne, beispielsweise von Mord, steht man vor dieser Person, muss ihr nochmal möglich in die Augen schauen, ins Gesicht schauen oder allgemein den Körper der Person anschauen. Und da ist es schwer, dies über seine eigene Moral zu bringen, aus meiner Sicht, was viele damals machen konnten, was ich persönlich nicht verstehen kann. Außerdem war es damals nicht so, also in der Vergangenheit, vor allem in der NS-Zeit, dass man dafür zur Rechenschaft gezogen wurde. Klar, Strafen bestanden damals, aber die waren meistens nicht Mord. Also war es schwer, das nachzuvollziehen, weshalb sie gemordet haben. Sie haben sich gar nicht mal auf Befehlsnotstand berufen, sondern sie haben schlichtweg gesagt, nein, ich war zu der Zeit gar nicht da, da hatte ich Urlaub oder damit hatte ich nichts zu tun. Der Hauptangeklagte, der Kommandanten Bär, ist ja vor dem Prozess schon verstorben. Und sein Vertreter war der Adjutant Mulka. Und wenn man in Auschwitz war, sieht man, wie dicht die österreichischen Kasernenbauten stehen, sodass man, wenn man in einem dieser Blöcke ist, durchaus mitbekommt, was ringsherum geschieht. Und dieser Herr Mulka hat sich immer wieder darauf berufen, davon hat man mir nichts gesagt, das weiß ich nicht. Dazu kann ich nicht sagen, ich war nicht informiert. Eine so törichte Aussage haben wir selten gehört. Ein gestandener Mann, ein Hamburger Kaufmann, versucht sich mit solchen Dingen rauszureden. Er ist verurteilt worden, er hat die höchste zeitige Freiheitsstrafe bekommen von 14 Jahren. Und warum? Weil wir Dokumente gefunden haben, die er unterschrieben hat. Farbe fiel für den LKW, der in Dessau das Giftgas Zyklon B abholen sollte. Darauf habe ich nicht geachtet, seine Antwort, was ich da unterschrieben habe. Das alles so törichtes Zeug.